Tropische Bananen, wie sie jeder kennt. Leuchtend gelb, voll ausgereift, samt Preis und Etikett begegnen sie einem im Supermarkt. Dann haben die beliebten Südfrüchte schon einen ausgeklügelten Reifeprozess hinter sich. Der findet aber meist gar nicht im tropischen Süden statt, sondern hier bei uns im winterlichen Deutschland. Andreas Buchner schickt pro Woche etwa 2 Millionen gelbe Bananen aus seinem Lager in die Discounter. Zuvor schickt er die Früchte jedoch in die hauseigene Bananenreiferei. Heute früh sind neue Bananen gekommen, die wir jetzt schon einen Qualitätscheck gemacht haben. Wir haben hier einen Reifeplan, an dem ich festgelegt habe, wann die Bananen gelb sein sollen, vom Reifen fertig sind. Und den Vorgang würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Und dieser Vorgang beginnt in einer der 22 Reifekammern. Das ist jetzt eine sogenannte Pressreifekammer. Das ist die aktuellste Art, wie man Bananen reift. Bei einer Pressreifekammer kommt es darauf an, dass die Luft durch die Kartons gepresst wird, oben und unten gleich, damit alle Bananen die gleiche Temperatur aufs Zehntelgrad haben. Der Inhalt der Bananenkartons, die sich auf den 2000 Quadratmetern Fläche der Bananenreiferei stapeln, ist bei der Ankunft in Buchners Reiferei noch vollkommen ungenießbar. Die Banane ist jetzt zu uns gekommen, heute gekommen. Sie ist ganz grün, hart und besteht nur aus Stärke. Das merkt man auch, wenn man es so auseinander macht, ganz weißes Fruchtfleisch. Die Banane ist auf dem Transport von Mittelamerika zu uns mit ungefähr 12,5 Grad wird sie da gefahren. Und macht so etwas ähnliches wie ein Winterschlaf, entwickelt sie nicht weiter. Kommt dann zu uns in die Reifekammer und die Pulptemperatur, die Temperatur in der Banane wird auf über 14 Grad erhöht. Damit die Banane einen sogenannten Wärmesprung vollziehen kann, schließt sich das Tor zur Kammer. Riesige Düsen sorgen für optimale Reifebedingungen. Permanent kontrolliert der Reifemeister die Temperatur im Inneren der Kartons. Es wird die Luft durch die Kartons durchgepresst und wo man sieht, wo Löcher in den Kartons sind, da ist ein ganz starker Luftzug. Von der anderen Seite darüber und hier wird er wieder hintergezogen, sodass überall oben und unten bei allen 1152 Kartons überall die gleiche Temperatur ist. Die Temperatur alleine macht jedoch noch keine perfekten Bananen. Während des etwa einwöchigen Reifevorgangs müssen die Früchte einmal begast werden. Begasen heißt, es kommt der Ethylengas dazu. Das ist ein ganz normales Gas, was jeder Apfel, jede Birne, jede Kiwi entwickelt. Wir geben das einmal für eine Stunde dazu. Das hat den Sinn, dass eine große und eine kleine Banane gleichmäßig reif werden. Sonst würde die eine grüner sein und die andere gelber. Das will der Konsument nicht. Am Ende des Entwicklungsprozesses steht eine süßliche Banane, die dem Geschmack des Durchschnitt-Europäers exakt entspricht. So ist die Banane nach 3-4 Tagen reifen. Da sieht man schon, die Farbe ist ganz anders, sie ist viel heller. Und so ist die Banane, wenn sie im Laden ist oder wenn sie vom Kunden gekauft werden soll, wo die Stärke schon fast komplett in Zucker umgewandelt ist. Auch die Einwohner von Bananenexportländern wie Ecuador oder Kolumbien ernten ihre Bananen meist, wenn sie noch grün sind. Bei einem Großteil der Bananensorten würde die Banane bei der Reifung an der Staude gar keine Süße entwickeln.